Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir sind heute mit Mac unterwegs. Ja, die gute alte Farm. Der Killer hat sich die Map gewünscht. Ich bin mal gespannt, welcher Killer es sein wird. Wir haben Balanced Landing dabei, Nachtwache, botanisches Wissen und Niederwild. Und außerdem haben wir zu guter Letzt auch noch Ruin dabei. Naja, okay, die haut ab. Wir haben Medikit dabei, Leute. Damit sollten wir uns auf jeden Fall locker zweimal hochheilen können. Auch noch mit einer relativ annehmbaren Geschwindigkeit. Ich habe nämlich ein Add-on für Geschwindigkeit drauf, zum einen. Und durch botanisches Wissen funktioniert das auch nochmal alles ein bisschen schneller. Wer war denn der Killer jetzt gerade? Bubba, ja, ne? Ja, ist der Bubba, Leute. Der Kannibale. Oh yeah. Auch schon gestern im Stream mal gegen den Kannibalen gespielt. War lustig. Ey, gestern im Stream habe ich gefühlt ausschließlich gegen die Jägerin gespielt. Also 80% aller Runden waren gegen die Jägerin. Ich weiß nicht, was da los ist. Wieso kommen auf einmal alle Leute mit ihren Jägerinnen aus den Löchern gekrochen? Ist schon wieder Ostern oder was? Keine Ahnung. Ist jetzt ja auch nicht so, dass sie mega stark geworden wäre. Obwohl ich muss zugeben, die Änderung, dass man ihr Lullaby nicht mehr aus der Richtung sorten kann, sorgt aktuell ganz schön für Verwirrung bei mir. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass man es einfach schon so lange gewohnt ist, dass man es eben hören kann. Und manchmal höre ich das Lullaby und denke mir so, ja, okay, ist noch nicht so nah. Und dann drehst du dich um und auf einmal guckt dir da so eine komische Frau mit Hasenohren ins Gesicht. Und du denkst nur so, what the fuck? Ich muss los. Da hinten war jemand schneller als wir. Nun denn, okay, trotzdem, der zweite Generator ist fertig. Der Typ, der gegen oder von Bubba gejagt wird. Wo war das Plin gerade hier drüben? Glaube nicht, ne? Ich glaube. Ah, doch, hier. Okay. So, da liegt die erste Person. Ah, ist ein bisschen weiter weg. Ist natürlich die Frage, hat der Bubba Barbecue dabei? Aber ich meine, es ist ja ein Bubba. Es ist ja quasi das Perk schlechthin vom Kannibalen, ne? Also, wenn man den Kannibalen spielt, will man ja wahrscheinlich in erster Linie am Anfang Barbecue und Chili freischalten und denkt sich nicht, ach ja, der Bubba ist schon ein sehr sweeter Boy. Den würde ich jetzt gerne mal eben als Main Char spielen. Obwohl es da bestimmt auch Leute geben mag, die sich das gedacht haben. So, durch die Nachtwache ist die Zeit ein bisschen verkürzt um 20%. Beziehungsweise wir regenerieren 20% schneller. Lass mich mal eben kurz einen Blick hier hinwerfen. Es könnte ja nämlich, genau, es könnte sich ja hier um das Ruin-Totem handeln. Und wenn man Niederwild schon mal dabei hat, dann lieber mal einen Blick riskieren, als dass wir uns jetzt am Gen abmühen. Ja, die Säge wird hochgezogen, aber bleiben scheinbar alle safe. Bin mal gespannt. Irgendwann wird es bestimmt auch noch einen Perk geben, wenn du ein verfluchtes Totem zerstörst, dass du die Aura des Killers siehst oder so. Obwohl das ziemlich schwach wäre. Dann müsste es noch irgendwie machen, dass man schneller Totems zerstört und das wiederum wäre, glaube ich, ganz schön heftig. Deswegen streichen wir das einfach mal, was ich ja gerade gesagt habe. Ach ja, Leute. Heute Abend werde ich übrigens streamen, allerdings nicht DVD. Ich wollte mir mal Hunt Showdown ein bisschen im Stream gönnen. Ich habe das jetzt seit ein paar Wochen immer mit einem Kumpel mal so privat gespielt am Abend. Und wir wollen heute Abend mal ein bisschen live damit gehen. Also wenn ihr Bock auf Hunt Showdown habt oder wenn ihr das vielleicht gar nicht kennt und es mal sehen wollt, was das so ist, dann schaut gerne mal vorbei heute Abend auf Twitch. Ihr wisst ja, den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Hey, das ist ja wieder der, oder? Konnen ist das. Naja, der war jetzt ja irgendwie eine halbe Stunde schon wieder auf dem Bein. Geht schon in Ordnung. Okay, die andere Person, die geholfen hat, die wird bestimmt auch noch da irgendwo rumrennen. Das heißt, wir machen jetzt den dritten Gen. Vielleicht arbeitet aber irgendwo noch jemand am vierten Gen. So, dass es jetzt Kling Kling sagt. Kling. Und wo ist das zweite Pling? Oh Mann, die Obsession hebt den da jetzt nicht runter, oder? Nee, dann ist die andere Person dort. Hier hat jemand gearbeitet. Dann würde ich sagen, wir setzen sein Werk mal fort. Obsession wird noch immer gejagt. Ah, hier. Okay.
Bei uns in der Nähe. Oh, da ist sogar direkt ein Hafen. Na, vielleicht können wir ja mal geiern. Da hat's Pling gesagt. Nice. War aber auch schon sehr weit. So, dann kommen sie da runter. Ich kann sie ein bisschen schneller heilen. Ne, du willst den Gen machen. Okay. Hat die wahrscheinlich Adrenalin dabei, oder? Dann komm ran hier. Ach, da ist sogar noch jemand. Dead Whitey Boy. Ja, nice. Okay. Dann würde ich sagen, Gen Rush completed. Wie sieht's mit Nöd aus, Freunde? Er sagt, er hat kein Nöd. Okay, ich vertraue euch. Ich habe Niederwild dabei. Da wäre ein Ausgang. Da rennt auch jemand direkt hin. Ja, ich hab's euch gesagt. Oh, Mann, ey. Oh Mann, Niederwild. Niederwild, Niederwild, Niederwild. Das können jetzt nochmal dein Stündchen schlagen. Oh Gott, da war ein Mini-Lag. War ich. Ja, ich war scheinbar in der Reichweite für Barbecue. Immerhin. So, der geht jetzt rüber und guckt. Ich gehe auch rüber. Die dürften das Tor schon offen haben. Ja, okay, perfekt. Und dann gehen wir durch die Luke. Easy game, easy life. Ich wusste natürlich, wo die Luke ist, Leute. Ich habe natürlich hier keine Verbindung zum Entitus. GG, well played. Hey, Junge! Nicht mal ein GG, well played darf man in den Chat schreiben. Mann, das war eine verdammt kurze Runde. 17.000 Blutpunkte. Das geht in Ordnung. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Zweimal Schland, einmal Gold. Das reicht nicht für ein Pip, denn ich hatte kein bisschen Interaktion gefühlt. Ja, 12% Tarnung, weil ich halt nie erwischt wurde. Aber ich habe in der Flüchtlingskategorie habe ich einfach gar keine Medaille bekommen. Nichts. Null. Gar nichts. Ja, ich habe den Killer nur aus der Entfernung gesehen und dann die Tarnungspoints erhalten. Ja, das ist dann halt so. Egal, Leute, was soll's. Dann bekommen wir hier noch unsere Points, die erste Runde Bonus. Genau, nice. Und wir haben sogar die meisten Blutpunkte gehabt. Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Weil die eine Person hier ja zweimal gerettet wurde. Wahrscheinlich einmal von ihm, einmal von ihm. Die haben sich das gut aufgeteilt und ich habe Totems gemacht. Franklins wäre noch mit am Start gewesen und Barbecue, so wie wir es eigentlich auch vermutet hätten. Ja, die Farm hat nicht so wirklich jetzt dem Bubba was gebracht. Ich habe auch noch eine Daily Quest für Bubba, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich muss Leute wegsehen. Und ich habe eine Daily für hier, den begeisterten Biobauern Billy. Nun denn. Okay, also, Sir Suspect, ja, GG, well played. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, macht es gut. Haut rein. Tschüss, tschüss.